ich kann den nirgendwo einordnen und dann habe ich immer Schwierigkeiten mit Songs, die ich nicht so in so eine Schiene packen kann. Also meine Finger reichen gar nicht aus, um zu zählen, wie viele unterschiedliche Songs Mazedonien dieses Jahr in diesem einen Song verwurstelt hat. Ein bisschen Reggae, dann ein bisschen eine moderne R&B-Nummer. Auf der einen Seite irgendwie so Pop und dann bin ich nur ein bisschen so verwirrt, wenn irgendwie der Refrain anfängt. Ich muss den Song rausnehmen, weil den mag ich nicht hören. Aber so mag ich die Line. So ist es, so gefällt mir das gut. Scharfes Outfit, ne? Diese Augen auf diesem Dings da drauf, sieht sehr gut aus. Für ein Höschen hat es leider nicht mehr gereicht, aber gut, ne? Wollen wir mal nicht so brüde sein. Ich finde den Pop-Teil des Liedes gar nicht so schlecht. Bloß diesen Reggae-Teil finde ich ganz furchtbar. Und in der Mischung ist das wirklich, man wird immer rausgerissen und fragt sich, warum macht die das? Der andere Teil ist doch eigentlich ganz nett. Ja, Lost and Found, ne? Also ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Found in der ganzen Geschichte. Ich schaue der unfassbar gern zu. Ich finde die so ein bisschen auch wie Dua Lipa, auch von der Stimme her. Deswegen unbedingt Finale. Einer meiner Favoriten-Acts. Das ist ein cooles, tanzbares, nebenbei hörbares, ansteuerbares Lied. Ich finde, das gehört mir zu den besten Liedern. Das braucht ewig, bis die bei diesem wirklich coolen Stück Musik sind. Und vorher haben sie noch drei andere Songs ausprobiert. Wie so oft, nichts Halbes ist auch nichts Ganzes. Das Tolle an Eurovision ist, wenn man Popcorn hat, kann man sich alle Videos reinziehen, ohne zum Kühlschrank zu laufen. Man kann auch mit einer Hand kommentieren. Einfach hier unten ins Feld. Ja, und abonnieren und die Glocke pushen. Geht alles. Bam. Geht heutzutage alles.